Worauf warten Sie denn noch? Fürs neue Jahr ist noch zu früh. Ja, ja. Aber auch nicht mehr lange hin. Na? Was? Achso, bis Gott. Der hilft Ihnen hier in Hamburg nun auch nicht weiter. Bitte, Herr Wachtmeister, ich warte da nur auf... Meine Gören warten auf den Weihnachtsmann. Ja, darum geht's doch. Meinen Sie, ich stehe zu meinem Vergnügen hier um diese Jahreszeit? Ja, glauben Sie. Aber Sie werden wenigstens dafür bezahlt. Genau. Und damit Sie das besser rechnen, schicke ich Sie hier nun weg. Nur mal hören. Also jetzt haben Sie doch einmal im Jahr ein Herz. Also ich glaube, das geht los. Nur bis der andere weggefahren ist. Nichts passiert. Ja, jetzt bitte, normal ist doch was. Immer mit der Ruhe und der guten Zigarre. Das hat man gerade noch gefällt. Wenn ein Widersmann gibt, hat kein Parkverbot. Ah ja. Got no sleigh with reindeer, no sack on my back. You will see me coming in a big black Cadillac. Hat der Junge hier vielleicht im Moment Zeit für mich, ha? Wieso machst du jetzt aus? Ja, weil ich mich heute verabschieden und dir eine gute, schöne Reise wünschen will. Du, ist in der Karibik überhaupt Weihnachten? Überall, wo am Heiligen Abend der Christenmensch ist, ist Weihnachten. Ja, und wieso störst du mich dann? Na ja, weil sie mir Weihnachten in der Karibik verbringt und ich im Sachsenwald. Da schau her. Vom Alfred. Weiß nicht, was drin ist. Für mich? Genau so einen habe ich mir immer gewünscht. Ein Sextant. Sextant? Was so eine Sauerei schenkt dir der Alfred, mein Lieber, der kann was erleben. Hoffentlich findest die Mama nicht. Ach, Fanny, das hat doch nichts mit Sex zum tun. Warum heißt's denn dann so? Ja, damit bleibt man auf Kurs und so. Also, Maxl. Servus, gell? Und goodbye. Jetzt haltst du mir mitten übers karibische Meer. Mama, ich war ja auch dagegen. Und dann noch den ganzen Wahnsinn mit unserem kleinen Sportzell. Mein Kopf kann es ja verstehen, aber mein Gefühl kommt da nicht mit. Und, ach, und dann noch diese dumme Hand da. Warum? Was hast du mit deiner Hand gemacht? Ach, nix. Ausgerutscht bin ich. Gebrochen habe ich mir sie. Gebrochen? Ja, und dann die ersten Weihnachten ohne euch. Mama, der Ralf hat sich seit so gewünscht. Einmal Weihnachten in der Karibik. Das ist sein Kindheitstraum. Einen schönen Gruß von mir, gell? Einen schönen Gruß von der Fanny. Und vom Alfred auch. Und vom Vater Hag. Mama, ich rufe dich nachher nochmal an, ja? Grüß dich. Für dich. Also, Frau Julia, ich muss jetzt, weil sonst wird man nämlich der Alfred und auch der Charlie nervös. Ich habe das Reserl noch schnell auf Karibisch in Schlaf gesungen, damit es diese Strapazen besser übersteht. Also, erstens, Fanny, gibt's gar kein Karibisch. Und zweitens, wann lernst du endlich, dass meine Tochter nicht Reserl, sondern Marie-Therese heißt? Also, in dem Jahr bestimmt nicht mehr. Das befürchte ich auch. Der Alfred sagt, überm Sachsenwald strahlt der Weihnachtsstern besonders hell, weil der alte Bismarck es so angeordnet hat. Denn du wüsstest, wie ich euch beneide. Geh weiter, jetzt machen Sie noch fein nicht lustig über uns, Frau Julia. Nein. Wenn ich mir vorstelle, ich in der Karibik mit einem klebrigen Cocktail in der Hand und denke an euch, an Schnee, warm eingepackt, zur Christmette gehen. Mei, hoffentlich kriegt der Alfred nicht wieder einen Hexenschuss wie im letzten Jahr. Also. Also, Fanny. Alles Liebe, Frau Julia. Ich hab die Backeln dieses Jahr besonders klein gemacht, damit ihr nicht so geschleppt habt. Übers Meer. Danke, Fanny. Und das ist für euch zwei. Danke. Also, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und alles, alles Liebe, gell? Für alle. Wiederschauen. Wiederschauen. Fanny, was hast du denn eigentlich mit dem Essen gemacht, was wir nicht mehr brauchen? Tabula rasa. Fanny, schäm dich. Seit wann schmeißen du Lebensmittel weg? Was weggeschmissen? Eingefroren, natürlich. Das hätte mich ja gewundert. Hättest du noch was fürs Abendessen braucht? Nein, nein, wir sind doch heute zu diesem Kapitänsessen eingeladen. Und morgen früh frühstücken wir schon im Flugzeug. Also, wiederschauen. Wiederschauen. Und schöne Grüße an Vater Hag. Und passt mal auf den Charlie auf, gell? Ja, ja, mag ich schon. Wiederschauen. Wiederschauen. Mama? Jetzt erzähl mir, was ist mit deiner Hand? Bikinis zu Weihnachten. Ich glaube, ich bin. Der Sportzeug.
hab Hunger. Geh in die Küche, mach das Salamibrot. Bist du sich alt genug? Ja, wie macht man Salamibrot? Ohne Brot und ohne Salami. Stimmt ja, die Fanny hat alles eingefroren. Spinnt die? Da musst du halt warten bis zu dem Kapitänsessen. Der Ralf wird gleich kommen. Ja, und was essen Kapitäne? Keine Ahnung, warum? Ja, vielleicht mag ich's gar nicht, wenn's nur Fisch gibt. Der Kapitän ist auf seinem Schiff in der Karibik und das ist mehr so ein Begrüßungs... Nein, wirklich. Also, Max, jetzt liegst du auf meinem Kleid drauf. Ja, wieso heißt es dann Kapitänsessen, wenn nicht einmal ein Kapitän dabei ist? Ich sag's am besten alles an Ralf. Die Seefahrt ist Männersache. Super. Verstehe Sie doch. Grüß Gott. Guten Tag, Herr Dr. Sager. Sie möchten Ihre Kreuzfahrtunterlagen abholen. So ist es. Ob Sie so nett sind, sich an meinen Kollegen, den Herrn Schulze, wenden? Special Service? Dr. Sager? Ja? Guten Tag. Grüß Gott. Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich muss Ihnen eine unangenehme Mitteilung machen. Sind Sie heute nicht der Erste? Ihre Kreuzfahrt kann leider nicht stattfinden. Die Reederei ist zahlungsunfähig. Ihr Schiff liegt seit heute Morgen in Martinique an der Kette. Das ist ein Scherz. Nein, leider nein. Hier ist das Fax von unserem Londoner Agenten. Ist die Reederei bis auf Widerruf nicht in der Lage, die Kreuzfahrt durchzuführen aufgrund von, Zahlungsunfähigkeit? Ja, aber das gibt's ja nicht. Jedenfalls nicht zu Weihnachten. Außer Ihnen sind noch drei Hamburger Familien betroffen. Sie meinen, geteiltes Leid ist halbes Leid? Nein, nein. Selbstverständlich erstatten wir Ihnen den Preis zurück. Das ist ja eine Bescherung. Wissen Sie, was es mich gekostet hat, meine Frau zu überreden, Weihnachten auf See zu verbringen? Ich bin doch nicht der Freddy Quinn, hat's gesagt. Seien Sie versichert, dass uns das höchst unangenehm ist. Ja, und mir erst. Gibt's nicht vielleicht auch eine Chance? Klitzekleine. Wir könnten Ihnen über die Feiertage was im Herzgebirge freimachen. Schneeberg Skihotel ist ein ehemaliges Gewerkschaftsheim mit allem Komfort. Gibt's da Pina Colada und Calypso-Tänzer unter Palmen? Ja, kaum. Na, sehen Sie. Ja, wenn ich noch irgendwas für Sie tun kann, Dr. Sager. Gibt's mir einen Whisky? Oder ist Schottland inzwischen auch schon zahlungsunfähig? Nein, nicht, dass ich wüsste, aber leider hier. Gleich nebenan in der Passage. Da ist eine Bar. Fröhliche Weihnachten, Dr. Sager. Auch für die Frau. Ja. Schöne Kokospalmen. Leckt's mich doch. Du tust nur so lang rum, bis dein Finger wegschneidest. Ich will mir nur eine Scheibe Salami absägen dürfen. Also, was machen wir jetzt, Herr Doktor? Bloß deine weibliche Intuition hat dir die ganze Zeit eingeflüstert, dass das Schiff nicht fährt. Das nicht. Aber direkt unglücklich bin ich nicht, weil ich bin Weihnachten gern zu Hause. Ohne Gans. Ohne Baum. Und ohne Fanny. Tiefgefrorene Salami mit der rostigen Säge. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir machen. Jetzt schauen wir mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Vielleicht kommt was Gescheites im Fernsehen. Wo ist denn die Zeitung? Da war nämlich so eine Beilage, was in der Stadt über die Feiertage was los ist. Weggeschmissen. Wieso weggeschmissen? Weil wir bis vor einer Stunde noch gedacht haben, wir verbringen Weihnachten in der Karibik. Jetzt nimmt jeder so einen Zettel und schreibt drauf, was er an Weihnachten machen möchte. Und alles, was auf diesem Zettel steht, wird auch gemacht. Ein bisschen jedenfalls. Was sind die Stifte? Wir machen das wie die Politiker. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, beschwören sie den gemeinsamen demokratischen Konsens. Anonym? Wie anonym? Geheim halt. Ja, du kennst ja meine Handschrift. Jetzt red nicht so dumm, der Herr schreibt. Ich hab zwei Stimmen. Wieso? Für mich und die Marie-Therese. Tegernsee. Tegernsee?
Tegernsee? Tegernsee. Ich stelle fest, wir wollen alle ein bisschen nach Tegernsee. Juhu, Max! Jawohl. Mhm. Na ja, dann schmeiß es halt in den Tegernsee. Spätestens in Gmund oder Rottach werden schon kommen. Dann hol ich mir halt wieder kalte Fürst beim Einstiegsschießen. Bikinis zu Weihnachten, das war mir gleich suspekt. Herr Doktor, ich glaube, da haben Sie was falsch gemacht. So als Gesicht. Das ist doch ein Fest und keine Beerdigung. Ja, ja, ich weiß, aber die erste Weihnacht ohne die Kinder. Ja, dafür machen wir doch das Weihnachtsfest für das Kinderheim im großen Saal. Da hast doch genug Kinder. Wenn dir die nicht reichen, na ja, es sind nicht deine eigenen, aber schließlich sind wir ja auch noch da, oder? Sag mir nix. Ja, natürlich, Bernhard. Aber naja, also nur lass mich halt einmal so, wenn man danach ist. Das Hotel ist voll bis unter das Dach. Du könntest sie gar nicht unterbringen, wenn die plötzlich kämen. Wie in der Geschichte von Bethlehem. Ich schlaf nicht im Stall. Für meine Kinder tue ich alles. Kokosnüsse und Tortillas, Adi. Mama, ihr Weihnachtsgansel ist euch bestimmt lieber. Ja, und was ist mit den Geschenken? Für Mama und Bernhard. Längst unterwegs. Und wenn sie nicht rechtzeitig ankommen? Dann sind wir das Geschenk. Ja, dann mussten sie aber noch schön einpacken. So. Wem haben wir jetzt da? Sala, Salat, Sala. Salapati. 7202. Aha, das ist er. Aus Karachi. Gesundheit. Ja. Ja, war das nicht? Nein, war er nicht. Kann er ja gar nicht. Ah, der gehört das Büro. Ach, Himmel, Herrschaftszeiten. Sie jetzt Gespenst oder Spinne? Ja, Julia, mich trifft der Schlag. Nein, unser Esel hat's dabei. Titi, geht's dir gut? Ich bin der Toni. Also, dann hab ich's doch richtig gesehen. Wen? Ja, Maximilian und dein Mann. Wo? Da, dort. Na, das muss jetzt sofort der Chefin sagen. Das Esel kommt nicht. Weihnachtsüberraschung für Mama und den Schweiger. Und du musst uns ein bisschen helfen. Das ist eine Geschichte. Sei vorsichtig. Zerbrich sie nicht. Ja. Wer ist denn das? Erwartest du jemanden? Nein. Ja, bitte? Draus vom Walde komme ich her. Und ich muss dir sagen, es weihnachtet sehr. Grüß Gott. Ja, wer sind Sie? Oh, du weißt nicht, wer ich bin. Mich kennt doch jedes Kind. Die Kinder sind unten im großen Saal. Hier sind die Privaträume. Sie haben sich im Aufgang geirrt. Ich irre mich nie. Du bist die Schweiger-Hermine, vormals Heidinger. Also, was fällt dem ein, mich zu duzen? Das weiß ich auch nicht. Stille. Heilige Nacht. Wenn du jetzt nicht etwas tust, dann tu ich es. Ich komme von deinen Kindern. Die sind in der Karibik. Ich hab dir doch gleich gesagt, das ist ein Schwindler. Wissen Sie, es ist es aber genug. Ich rufe die Polizei.
Hi, Oma. Maxl. Fröhlich Weihnachten. Du Rabenschwiegermutter. Na, ihr seid so vielleicht der Bande. Was macht ihr mit eurer Großmutter? Mit Sonder muss man umgehen. So? Wo geht's denn lang? Immer den Sternen nach. Ah, wie die vier heiligen drei Könige. Ja. Weihnachten. Ich bin Weihnachten viel lieber daheim. Unbedingt noch vor Heiligabend auf die Welt kommen, wie es scheint. Gibt es Komplikationen? Die Wehen haben eingesetzt. Eine Erstgeburt. Da ist vermutlich die Aufregung so groß. Vorsicht! Keine Zweige abknicken. Hast du sie doch schienen, Papa. Dass er mir ja nicht mit dem Schmücken anfängt, bevor ich wieder da bin. Können uns beherrschen. Na endlich. Ich habe auch einen Hunger. Ja. Was gibt's denn? Mein lieber Bruder, es ist der 23. Dezember. Gibt es bei Matthiesens? Gänseklein und Steckrüben. Sehr schmackhaft, so eine Suppe. Die Vorbereitungen zum Fest machen schon genug Arbeit. Oh, du wirst Bauchschmerzen kriegen von dem frischen Gebäck. Du wirst auch Bauchschmerzen kriegen. Habe ich schon. Wenn ich daran denke, was wir noch alles tun müssen. Die Gans kann ich schon anbraten, wenn die Röhre jetzt frei ist. Sollten wir nicht zuerst essen? Ich denke, wir warten, bis Carsten wieder hier ist. Krank? Ist was mit deiner Helga? Was heißt hier meine Helga? Es ist längst vorbei. Ach ja, muss ja bald soweit sein, oder? Was kümmert das mich? Na hör mal, Benny. Wo du doch der Erzeuger bist, sozusagen. Erst den Spaß gehabt und dann sich drücken? Mhm. Recht hat er. Warum? Na, frag ihn doch. Ich lass mir jedenfalls nichts unterjubeln. Eben, weiß ja jeder, wie sie ist, die Helga. Ja, viel Zeit bleibt uns wohl nicht mehr. Ich bring sie in die Klinik. Muss das denn sein? Wollen Sie hier entbinden? Kümmert sich hier jemand um Sie? Ich wollte ja gern. Aber Sie haben recht. Es geht wirklich nicht. Oh. Ihre Familie. Danke. Ja? Der Vater des Kindes? Gehen wir. Es sind doch kaum Leute da. Und Sie brauchen sich wirklich vor niemandem zu genieren. Ganz ruhig atmen. Deine Alten haben dir ganz schön Zunder gegeben, was? Du, das braucht's gar nicht. Das kann man doch verstehen. Der Sohn vom reichsten Bauern und die kleine Bedienung. Kannst du die Mitgift auch im Taschentuch nach Hause tragen? Wenn ich der Vater von dem Baby wäre, dann würde das keine Rolle spielen. Außerdem wissen meine Alten nichts davon. Könnte mir der Mars anfangen zu wehen, wenn man sowas hört. So ein schönes Mädel. Und verliebt warst du wie so ein junger Kater. Andere auch. Ja, aber andere haben Helga nicht interessiert. Ja, das sagst du. Aber andere sagen was anderes. So, wollen wir mal. Tschüss. Tschüss. Nur auspacken, nicht aufhängen. Das Baumschmücken ist Papas Monopol. Och, armer Engel. Fraktur am rechten Flügel. Schon komisch. Alle Menschen feiern Weihnachten, als ob sie noch an Christus glauben würden. Das ist doch mehr Tradition. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist mehr der Wunsch nach Geborgenheit und Liebe.
Als Kind hat man das nie so unmittelbar erlebt wie in der Weihnachtszeit. Und vor allem am Heiligen Abend. Ja, ich wäre schon froh, wenn ich was zu essen bekäme. Och, du Arme. Gleich wirst du erlöst. Auf Carsten warten wir nur nicht länger. Wahrscheinlich läuft es doch nicht ohne Komplikationen ab. Richtet schon mal alles her. Wir schaffen es nicht mehr bis in die Klinik. Wir bringen das Kind bei uns zur Welt. Carsten kommt mit der werdenden Mutter hierher. Wir sollen alles vorbereiten. Wunderbar. Wir bekommen ein Kind. Und was ist mit dem Essen? Na, dafür ist jetzt keine Zeit. Aber wir könnten doch. Ihr könnt inzwischen den Baum schmücken. Carsten hat ja nun zu tun. So ein Blasensprung ist nichts Ungewöhnliches. Es besteht kein Grund zur Sorge. Das wird eine ganz normale Entbindung. So. Also der Bernhard Worms ist der Vater. Bisher hatte ich eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck von ihm. Wo liegt denn euer Problem? Wenn es nur eins wäre. Da ist der Hof. Ich zugereist, allein, ohne was. Hat dann seinen Eltern noch nichts erzählt? Er will ja gar nicht wahrhaben, dass es seins ist. Wenn sie noch ein bisschen durchhält, wird's ein Christkind. Ach, warum ist die Natur so ungerecht, dass nur die Frauen diese Schmerzen aushalten müssen? Es wäre auch für die Männer mal bitter nötig. Na. Wir fühlen auch mit. Ha. Psst, still. Na bitte. Mach die Kerzenhalter dran, dann wird's schon mal weihnachtlich. Christus soll gar kein Weihnachtskind gewesen sein. Der Stern von Bethlehem war höchstwahrscheinlich ein Komet. Chinesische Astrologen verzeichnen einen zwischen dem 9. März und dem 4. Mai. Allerdings 5 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Was ist das denn? Ein Junge. Und alles dran. Oh. Feierabend, Benny. Mitternacht durch. Morgen ist auch noch ein Tag. Einer, ruf bitte mal in der Klinik an. Ja, die Dame wird sich schon melden, wenn das Kleine da ist. Und ich stehe hier nicht rum. Du bist ja nicht der Vater. Ich könnte es aber sein. Und das ist mein Problem. Ich denke, die Helga haben alle haben können. Nur weil sie ein bisschen lustig und proper ist, habt ihr ihr das angehängt. Ach, Maulhure alle. Ach, wenn ich nur wüsste, woran ich bin. Wenn ich die Wahrheit wüsste, diese verdammte Wahrheit. Also, lass mal deinen Kopf in Ruhe, du alter Dösbattel. Die Wahrheit, mein Junge, die findest du nur in deinem Herzen. Wenn du sie liebst. Strammer Junge. Ganz der Vater. Ich wollte nicht daran rühren. Helga, bitte nicht weinen. Das Kind wird doch so groß. Na, das wollen wir doch mal sehen. Und schön ist die Helga. Und du hast sie lieb. Dann sieh dich auch. Aber es wird nie mehr so werden zwischen uns, wie es mal war. Sollten wir nicht vielleicht doch in der Klinik anrufen? Albert, ich bin. Warum ist noch da? Mit Helga ist was passiert? Gottes Willen, was ist denn? Keine Aufregung, Alma. Helga hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Mutter und Kind sind wohlauf. Ich komme vom Wormshof. Ja, und was haben meine Eltern gesagt? Dass sie nicht da sind. Ja, und warum waren Sie dort? Ich wollte Sie holen. Warum denn? Wohin denn? Das erzähle ich Ihnen alles am besten unterwegs. Ist doch was passiert. Ja, so könnte man es auch bezeichnen. Jedenfalls sollten wir keine Zeit verlieren. Hat er noch was zu zahlen? Ach, ich schreib's an. Nein, Worms lässt uns anschreiben. Wer bin ich denn? Ein richtiger Jammerlappen, wenn du mich fragst. Aber den Tee spendiere ich dir trotzdem.
Also wenn er so weitermacht, ist Weihnachten nichts mehr da. Wann gibt's denn echt das Gänseklein mit dem Steckrüben? Du bist ein richtiger Fan davon, was? Carsten kommt. Dann kann's losgehen. Ich mache auch schnell. Kann ich nicht mal das Baby sehen? Mhm. Aber nur von der Tür aus. Stolze Vater. Namt. Namt, hallo. Der stolze Vater. Das sagt sich so leicht. Aber leider, man weiß nichts Genaues. Na und? Was na und? Ja, was ist denn so schlimm daran? Ihr mögt euch doch, hm? Eben. Josef hat sich auch damit abfinden müssen, dass das Christkind nicht von ihm selber war. Also, Eike, den Vergleich hättest du dir sparen können. Nun kommen Sie schon mal her. Was sage ich? Ganz der Vater. Sieht man das schon? Heute, Kinder, wird's was geben. Später. Dann gehen Sie mal rein und sagen Sie es der Mutter. Was soll ich sagen? Nein, mein Gott, dass Sie sich freuen. Nee, nee, das geht nicht. Also was geht nicht? Ja, also ich meine, das Kind, ja. Also ich stehe jetzt dazu. Ich würde mich dazu bekennen. Also jetzt hört sich doch alles auf. Dazu bekennen? Was sind Männer bloß für Armleuchter? Mutter. Sie gehen jetzt da rein und bitten das Mädel um Verzeihung. Oder setzt was. Das ist doch nicht zu glauben. Los! Aber sie schläft doch jetzt. Später. Also, Kinder, tut mir leid. Aber Essen gibt's später. Geht's dir gut? Schön, dass du gekommen bist. So, und jetzt fahren Sie zu den Eltern. Nee, Herr Doktor, das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Herr Menschenskind, was schaffst du denn überhaupt? Herr Doktor, Sie haben ja recht, wenn Sie mich beschimpfen. Ich bring das nicht. Vielleicht später. Hm? Kann ich jetzt noch ein bisschen bei mir bleiben und mich einfach so hier hinsetzen? Natürlich. Es wird ja Zeit, dass du dich an die neue Situation gewöhnst. Hm? Stell dabei den Geburtsschein aus. Jetzt können wir essen. Was denn ohne Mama? Sie hat vorhin auch auf dich gewartet. Sag bloß, sie ist nicht da. Sie ist gerade weggefahren. Oma stellt die Suppe schon zum dritten Mal warm. Der Baum hat viel zu viel Lametta. Es musste ja kommen. Also, die ganze Komposition gefällt mir. So, dann werde ich mal. Hm? Das ist ein schöner Baum. Findest du, Benny? Ja, also ich bedanke mich für alles. Und dann muss ich wohl nach Hause müssen. Ja, das glaube ich auch. Es wird höchste Zeit, dass du mit deinen Eltern redest. Nee, das geht nicht. Sie kennen doch meinen Vater. Für den ist das eine ausgemachte Sache, dass ich und Mareike Blum heiraten. Ja. Und wenn ich jetzt damit komme, ich habe da schon zugesagt. Jetzt bin ich aber platt. Hof zu Hof, so ganz ohne Liebe. Gibt's das heute überhaupt noch? Das tut mir auch sehr leid.
Aber was soll ich denn machen? So ist nun mal das Leben. Also ich gehe jetzt. So, hier entlang. Hier? Bitte. Dort hinein. Und dann kommen Opa. Ja, ja. Aber... Sie sind am besten ganz still, Benny. Das geschafft. Am einfachsten ist es immer noch mit der Wahrheit. Jetzt lass es aber essen. Es wird langsam zum Mitternachtsmahl. Familie Worms isst natürlich mit. Eike, zwei Stühle. Das Mädel ist noch sehr erschöpft. Die nehmen wir morgen mit nach Hause. Die muss erst gar nicht in so eine neumodische Klinik. Außerdem haben wir unseren Dr. Matteson. Der kommt auch Weihnachten ins Haus. Also nun essen Sie erst mal einen Happen mit uns. Und dann sehen wir weiter. Mutter, wir warten. Ist mir noch nie passiert. Das Essen ist angebrannt. Och, macht ja fast gar nichts. Es sind ja noch Plätzchen da. Weihnachtsüberraschung. Es hat geschneit. Freust du dich nicht? Doch, doch schon. Aber weißt du, Schnee, das heißt auch zusätzliche Arbeit. Und das ausgerechnet am Heiligen Abend. Ach, das darfst du nicht so prosaisch sehen. Die schönste Weihnachtserinnerung für mich war, wie wir mit Onkel Pauls Pferdeschlitten durch den Winterwald gefahren sind. Mhm. Und die Glöckchen haben geklingelt. Mhm. Und der Schnee hat geglitzert. Und der Himmel über euch, der war so blau wie die Porzellantasse von der Tante Sophie. Mach dich nur lustig über meine nostalgischen Anwandlungen. Das war schön. Mhm. Nicht nur in der Erinnerung. Nein. Es wäre auch heute noch schön, wenn es sowas noch gäbe. Aber du bist ja total unromantisch. Du hast das immer so wahnsinnig eilig. Du hast überhaupt keine Zeit für mich. Wer hat keine Zeit? Du. Den ganzen Advent über bist du mehr bei blöden Sitzungen gewesen als zu Hause. Also so etwas wie vorweihnachtlicher Besinnlichkeit war ja kaum mal Gelegenheit. Dein Forstamt ist familienfeindlich, ehrlich. Ja, das ist nicht immer so. Das war nur wegen dieser Umstrukturierungen. Noch nicht auspacken. Angelika hat gesagt, erst nach dem Frühstück. Ist ja sowieso nichts zum Naschen. Das mit dem Heiligabendbrunch hier, das war wirklich die Idee, Angelika. Wir haben das bei uns zu Hause auch immer so gemacht. Jeder hat noch was zu erledigen und am Abend isst man sowieso lange und ausführlich. Darf ich mein Päckchen jetzt aufmachen? Ja, wenn du mit dem Essen fertig bist, ja. Was ist denn gemein? Da, schau mal. Das war mein Adventskalender. Hm. Angelika hat das da sicher nicht reingetan. Also ich bestimmt nicht. Möchtest du jetzt einen Kaffee? Ja, gern. Schaut mal. Der macht Bäh. Markus, du bist wirklich ein Kindskopf. Mein Gott, hat denn hier keiner Humor? Doch, alle haben Humor, Markus. Sofern du das wieder rausrückst, was eigentlich mal deinen Geschwistern zugedacht war. So, und jetzt würde ich vorschlagen, wir stimmen uns ein auf einen schönen, ruhigen,
friedlichen Heiligen Abend. Spitze ich jetzt den Baum zu oder gehe ich erst in den Wald? Ich würde erst das Wild füttern gehen. Rika und Peter helfen dir sicher gern dabei. Au ja! Mhm. Außerdem musst du dann nachher nicht mehr weg. Doch, ins Forstamt. Aber Martin, doch nicht heute. Gerade heute. Liebling, dann mach doch nicht so ein Gesicht. Das lässt sich wirklich nicht vermeiden. Also ich finde das wirklich den Gipfel. Wieso um Gottes Willen muss ein Revierförster am heiligen Vormittag ins Forstamt? Zu Umstrukturierungen, ja? Ich schwöre, es ist das letzte Mal. Job ist Job. Du musst ja auch noch mal in die Praxis, hast du gesagt. Ach, hast du das gesagt? Ja. Also gut, aber beeil dich bitte, ja? Und vergiss nicht, dass die Kinder um zwei die Krippenfeier haben. Also ich werde mich beeilen und ich werde es nicht vergessen. So, und ihr zwei, ihr könnt Angelika ein bisschen helfen bei allem, was noch zu erledigen ist. Wenn wir alle mit anpacken, dann gibt es überhaupt keinen Grund zu entblicken. Gehen wir jetzt in den Wald? Ja, jetzt gehen wir in den Wald und jetzt zieht euch schön warm an, damit ihr euch nicht erkältet. Ich setze euch dann zu Hause ab. Kannst du uns nicht mitnehmen ins Forstamt? Wir warten, bis du fertig bist. Rika, ich fahre ja ganz woanders hin, aber nicht weiter sagen. Das ist ein ganz großes Weihnachtsgeheimnis. Versprochen? Klar, ich pass schon auf, dass sie dir den Mund hält. Ich bin noch keine Petzliese. Angelika war ganz schön sauer. Noch länger hätte ich hier diese Geschichte mit den Sitzungen im Forstamt wirklich nicht verkaufen können. Wenn heute nicht Heiligabend wäre, hätte sie mir bestimmt eine Szene gemacht. Da hat sie von ihrem Standpunkt ja auch recht. Ja, ja, der Gerechte muss viel leiden. Kommen deine Arbeiter auf? Natürlich. Die ist Verlass. Euch. Gott. Ja, kommen Sie mal rein in das Behelfsforstamt. Sehen Sie sich mal das Ergebnis der vielen abendlichen Sitzungen an, bevor wir es dann verladen. Scheint niemand da zu sein. Ja, die haben wahrscheinlich alle in letzter Minute noch irgendwas zu erledigen. Die jungen Leute haben ja alle keine Planung mehr. Schlüssel hast du hoffentlich. Ja, sicher. Grüß Gott. Ich wollte die Christbäume für die Kapelle abholen, aber es ist niemand da. Da liegen doch Bäume. Nehmen Sie doch die. Wenn's recht ist, vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und der Familie Rombach. Dankeschön. Gleichfalls. Das hätte ich nie gewagt, Ihnen zuzumuten. Aber das ist natürlich der absolute Knüller, wenn Sie es erst heute Abend vorbeibringen. Ja, und bringt es bei Ihnen das Fest nicht ein bisschen durcheinander? Wir fangen sowieso erst später an. Aha. Ich bin allein, bei mir ist es wurscht. Ja, also dann bis heute Abend, kurz nach dem Dunkelwerden, ja? Und das ist ein kleines Dankeschön. Oh, vergesst Gott, Chef. Ja, vergesst Gott, Chef. Und schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ihnen auch, Herr Biller. Frohe Weihnachten. Herr Biller, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich hätte ja nie geglaubt, dass das Ding so schwer ist. Ich habe gedacht, du machst Witze, als du gesagt hast, wir müssen mindestens zu viert sein. Ja, siehst du? Und jetzt haben wir es zu fünf kaum geschafft. Immer noch im Dienst? Was sein muss, muss sein. Und vor Weihnachten hat man ja immer besonders viel zu tun. Hattest du eine gute Fahrt? Sehr schön, danke. Hertha habe ich gleich mitgebracht.
Du, was ich dir sagen wollte, der Mesner war da. Er wollte die Christbäume für die Kapelle holen. Ich habe ihm gesagt, er soll die nehmen, die im Hof liegen. Du hast ihm doch hoffentlich nicht alle mitgegeben. Doch, natürlich. Warum denn nicht? Weil einer davon unserer war. Ach du lieber Gott. Ja, das konnte ich doch nicht wissen. Was machen wir denn jetzt? Ja, was werden wir schon machen? Ich werde in den Wald gehen und werde einen neuen holen. Wir können ja Weihnachten schließlich nicht ohne Baum feiern. Rombach? Angelika? Ach, du, das tut mir aber leid. Ja, das habe ich völlig vergessen, das mit der Krippenfeier. Ja? Ja, schön, dann treffen wir uns gleich da. Mhm. Bis gleich. Den Baum kann ich auch noch danach holen. Das war wirklich noch nie da. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, werde ich ihn auch wieder gut machen. Was der Mensch schon, was sie zutragen hat? Wahnsinn, sie was zutragen hat? Dann nur bei uns. Verstehst? Ich will doch gar nicht streiten. Hinten auf der Leiten bin ich gelegen. Spar doch noch. Meine Schafe, mein Hund. Und auf einmal ist ein Licht aufgegangen. Wie wenn's brennen darf. Über mir hat's glänzt und blitzt. Ich kann's nicht beschreiben. Ein Engel ist mir erschienen. Und hat mir verkündet, die Geburt vom Herrn. Und ich hab mich so gefreut, dass es zuerst uns Hirten, uns arme Hirten, zwischen lassen. Brauchst du nicht zu blären. Dasselbe weiß ich schon. Genau deswegen hab ich mich umgemacht. Hast du etwa auch eine Botschaft vernommen? Was glaubst denn du? Kommt, gehen wir alle zusammen zu Krippen. Heißt der Burmer, stellt geschwind auf! Heißt der Burmer, stellt geschwind auf! Vinzenz müsste eigentlich auch bald eintrudeln. Er wollte Martin beim Wildfüttern helfen. So. Bitte, das ist meine Spezialmischung. Oh. Für die war ich schon in Augsburg berühmt. Bist du schon fertig mit dem Baum? Darin habe ich Übung. Als Martin noch klein war, habe ich ja auch immer allein den Baum geschmückt. Mein Mann wollte ja damals weg. Ja, ja. Du, ich denke am Heiligabend eigentlich auch immer zurück. An meine Karin. Wie die Weihnachtsfeste waren, als sie noch lebte. Und jetzt? Ich kann dich verstehen. Es war sehr schwer, deine einzige Tochter zu verlieren. Oh ja. Für Martin und die Kinder war es aber auch nicht einfach. Du, wir können froh sein, dass er eine so liebe und gescheite Frau gefunden hat. Die Kinder lieben sie. Na, ich ja auch. Aber an einem solchen Tag, da kommen die Erinnerungen einfach, da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Wollen wir einen Cognac trinken? Warum eigentlich nicht? Na, wie war's denn? So, jetzt muss ich mich aber um den Christbaum kümmern, sonst haben wir heute Abend wirklich keinen Baum. Alles schon erledigt. Was denn du? Ich bin doch eine emanzipierte Frau. Ich werde doch wohl noch einen Christbaum absägen und zuspitzen können. Darf ich mal, ja? Kommt gar nicht in Frage. Wir machen es so wie früher.
Das Weihnachtszimmer darf erst bei der Bescherung betreten werden. So. Jetzt endlich das Christkind. Gleich, mein Schatz. Jetzt. Wie gefällt euch mein Weihnachtsbaum? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wieso? Ist er nicht schön? Das ist wunderschön. Mutter, du hattest schon immer ein Faible fürs Extravagante. Das ist eine Picea pungens glauca. Die sollte mal das Prachtstück auf meinem Waldlehrpfad sein. Ach, Martin, das tut mir wirklich leid. Schön ist er trotzdem. Gab es am Heiligabend immer Bockwurst und Kartoffelsalat. Bei uns zu Hause auch. Aber ich finde ein Fondue viel familienfreundlicher. Ja. Man sitzt beieinander, redet lange und redet. Die Kinder sind dabei und sind nicht so auf ihre Geschenke fixiert. Die Kinder haben sich ja so über ihre Geschenke gefreut. Du doch hoffentlich auch. Oh ja. Besonders über das von Vinzenz. Der muss lange gesucht haben, bis er genau dieselbe weiße Bluse gefunden hat, die er mir schon voriges Jahr geschenkt hat. Na und, was hat Martin sich für dich ausgedacht? Eine besondere Weihnachtsüberraschung. Ja? Der hat Weihnachten vor lauter Forstamtarbeit vergessen. Du machst einen Witz. Wo bleibt ihr denn? Ja, wir erholen uns gerade von den Überraschungen des Abends. Dafür ist jetzt noch keine Zeit. Komm. Meine liebe Familie, bitte hört mir mal alle einen Augenblick zu. Also, nachdem ihr nun alle eure persönlichen Geschenke habt, möchte ich euch jetzt mein Geschenk zeigen. Es ist für alle, aber es ist ganz besonders für dich, liebe Angelika. Das klingt ja spannend. Das ist es auch. Total verrottet.
Es waren wirklich jede Menge Sitzungen erforderlich. Das ist schön. Für die notwendigen Umstrukturierungen. Das waren also die langen Abende im Forstamt. Das ist richtig echt? Das will ich doch hoffen. Morgen früh fahren wir damit alle in die Kirche. Ja! Ach, Vinzenz, ist das schön, dass ich endlich mal mit dir Schlitten fahren kann. Das tust du doch eh jeden Tag. Ich werde nie wieder sagen, dass du unromantisch bist. Ich werde dir an jedem Weihnachtstag sagen, wie sehr ich dich liebe. Aus. Entschuldigung, es ist einfach zu hoch. Letztes Jahr ging's noch. Ja, kannst du denn das nicht ein bisschen tiefer spielen? Mozart hat dieses Laudate in F komponiert, Frau Bebel. Und dies aus gutem Grund. Und? Und ich denke auch nicht daran, dem Meister in seiner Genialität herumzupfuschen. Und schon gar nicht im Mozartjahr. Aber wenn Sie es nicht schaffen, kommen Sandra. Aber die Frau Bebel... Moment. Es war ausgemacht, dass dieses Jahr die Sandra das singt, ja? Was? Ausgemacht? Mit wem denn? Ich weiß von nichts. Vielleicht machen wir erst mal eine kleine Pause, ja? Ja, wieso? Also gut, noch mal von vorne, Frau Bebel. Danke. Herr Stutz, die Probe ist noch nicht beendet. Für Sie vielleicht nicht, aber für mich hält man ja im Kopf nicht aus. Na und? Was machen wir dann jetzt? Fröhliche Weihnachten. Ja, Sie mich auch. Was ist Ihnen denn in die Leber gelaufen? Der Weihnachtsmann oder was? Moment, keine Selbstbedienung. Doch bin ich hier der Chef, ja? Jetzt dröseln Sie sich nicht auch noch auf. Diese Frau Bebel. Jemand sollte ihr den Hals umdrehen. Hätten Sie nicht Lust? Ich wäre bereit, Ihnen 20 Jahre lang umsonst die Haare zu schneiden. Ach, Sie umsonst? Ach, die göttliche Stimme. Sollte dieses Jahr nicht die kleine Sandra singen? Das war auch so geplant. Aber keiner traut sich der Frau Bebel, die veränderte Sachlage klarzumachen. Keiner. Und alles Feiglinge. Und Sie? Was ist mit Ihnen? Warum stecken Sie ihr das nicht? Oder haben Sie etwa Angst? Klar habe ich Angst. Wenn die Damen von ihrem Frauenverein mobil macht, dann kann ich aus meinem Friseursalon einen Hundesalon machen. Nein, nein, da muss der Kämpfer dran. Ist schließlich sein Chor und seine Gemeinde und seine Mitternachtsmesse. Da ist die Probe geplatzt. So schlimm? Eine Katastrophe. Dann sag ich's ihr. Bist du verrückt? Mit einem Feingefühl. Die Frau hat schließlich über 40 Jahre lang das Solo in der Mitternachtsmesse gesungen. Eben. Frag mich mal, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Du, darüber macht man keine Witze. Kranz hängt schief. Ja, hier hängt einiges schief. Und da sich niemand traut, muss ich halt die alte Dame etwas zurechtbiegen. Ach, unsere liebe Frau Bebel. Gerade reden wir von Ihnen. Kann ich einen Tee mit Zitrone haben? Tee mit Zitrone, Liebling, setzen Sie sich, Frau Bebel. Tee mit Zitrone ist genau das Richtige. Strapazierte Stimmbänder. Ach, hören Sie doch auf. Soll das heißen, dass Sie dieses Jahr nicht mehr singen? Wer hat denn das gesagt? Also, gesagt hat es niemand. Ich frage mich nur, weil Sie so mitgenommen aussehen. Na ja, das ist doch kein Wunder.
wo wir jeden Tag Probe haben und so hoch. E-Dur, F-Dur, wo ist denn da der Unterschied? So, Frau Bebel, hier ist der Tee. Danke dir. Vielleicht ist das ja die letzte Mitternachtsmesse, bevor ich in Rente gehe. Na, wir wollten halt mal was anderes singen im Mozartjahr. Mozart? Wer opfert sich denn Tag und Nacht für die Gemeinde auf? Wer putzt dann die Kirche? Wer schmückt den Altar? Mozart? Nein, nein, Sie. Eben. Und wenn ich 364 Tage im Jahr die Putzfrau spiele, dann werde ich doch am 365. die Mitternachtsmesse singen können. Im Mozartjahr. Der hast du es aber gegeben. Bin ich Mozart? Herr Kempfert! Herr Kempfert! Ja? Nein. Er ist da drin. Gott sei Dank. Jetzt muss ein Machtwort sprechen. Warum? Wegen Frau Bebel? Wir stehen vor einer einzigen Katastrophe. Ah ja? Also ich finde, sie singt selbst. Ich meine, ihre Weihnachtsplätzchen sind natürlich noch besser. Und würden doch Mozart gut schmecken. Können Sie nicht mit ihr reden, Herr Hähnlein? Ich? Na, ausgeschlossen. Schauen Sie. Erstens einmal, die Kleider für meine Freunde zweigt sie von der Altkleidersammlung ab. Die Mahlzeiten schmuggelt sie vom Tisch des Herrn, abgesehen von diesen Zimtsternen und so weiter. Und den Kokos. Na, da müssen Sie sich einen anderen Dummen suchen. Da muss eben der Kämpfer dran. Nur dann fröhliche Weihnachten. Ich bin nicht da. Ach, Sie sind's. Kommen Sie. Helfen Sie mir mal. Um 4 Uhr ist die Weihnachtsfeier im Kinderheim. Noch nichts ist verpackt. Wo ist denn die Frau Bebel? Deswegen muss ich Sie ja sprechen. Es geht um unseren Chor. Geben Sie mal das Klebezeug. Die Frau Bebel ist mit der Solopartie total überstrapaziert. Mozart würde sich im Grab umdrehen. Ganz zu schweigen von der Blamage. Unser Chor hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Sie müssen ein Machtwort sprechen, Herr Bebel. Herr Kempfert. Und dann kann ich für den Rest meines Lebens meine Knöpfe selber annähen. Knöpfe? Hier geht es um das Ansehen der Gemeinde. Und wenn? Ich muss mit der Frau Bebel nicht nur an Weihnachten auskommen, sondern das ganze Kirchenjahr. Also teilen Sie unserem Herrn Chorleiter mit, dass wir Weihnachten haben. Und an Weihnachten ist nicht der Geburtstag von Wolfgang Amadeus, sondern von Jesus Christus. Und dem ist die Stimme von unserer Frau Bibel genauso lieb wie die von der kleinen Sandra. Woher wollen Sie das wissen? Sie sind doch total unmusikalisch. Da haben Sie recht, Herr Stutz. So, und jetzt gehen Sie zu Frau Bibel und entschuldigen sich in aller Form bei ihr. Aber vorher schaffen Sie mir noch die Sachen ins Auto. Entschuldigen Sie, Frau Bebel, wie komme ich dazu? Weil Frau Bebel wie jedes Jahr so auch in diesem Jahr die Mitternachtsmesse singt, oder? Oder ich exkommuniziere Sie, ist das klar? So, und jetzt nicht Sie weg. Ich will deine Weihnachten zum Christbaumkugeln kotzen. Wie? Nichts. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Sie? Ja, was wollen Sie denn noch? Weihnachten ist das Fest der Liebe, Frau Bebel. Auch wenn es schwerfällt. Der Herr Kempfert schickt mich. Oh, was für ein schöner Weihnachtsbaum. Und Plätzchen. Darf ich? Bitte. Mmh, Haselnussmakronen. Hm, selbst gemacht? Nein, gekauft. Also? Es geht um den Chor. Hat sie der Herr Kempfert vorgeschickt, weil er sich selber nicht traut? Jetzt regen Sie sich nicht gleich wieder auf, Frau Bebel. Der Herr Kempfert ist da zugegebenerweise völlig unmusikalisch. Trotzdem will er uns und dem Chor und der ganzen Gemeinde zum Trotz, dass Sie, liebe Agnes, sich heute Nacht vor Gott und der Welt bis auf die Knochen blamieren.
Ach, hören Sie doch auf. Nein, 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 im Ernst. Und deshalb möchte ich mich hiermit in aller Form bei Ihnen für meine unsensiblen, wenn auch gerechtfertigten Bemerkungen bei der Probe entschuldigen. Und Ihnen zum Zeichen meiner Zerknirschung dieses kleine Geschenk überreichen. Sparen Sie sich Ihr Süßholzraspelei. Ich singe überhaupt nie mehr. Weder heute Nacht, noch an Ostern, noch an Pfingsten. Aber Frau Bebel, was soll ich denn dann dem Herrn Kämpfer sagen? Und den Messdienst in der Sakristei nachher können Sie auch machen. Ich packe jetzt meine Geschenke aus und dann gehe ich ins Bett. Gute Nacht, Herr Stutz. Ja, aber... Fröhliche Weihnachten. Bitte? Wenn Sie durchaus nicht wollen. Ich habe jedenfalls alles versucht. Hier. Ihr Parfümfläschchen, das Sie ja sowieso jedes Jahr umsonst von Ihrem Kosmetikvertreter bekommen, können Sie auch wieder mitnehmen. Ich habe noch eine ganze Schublade voll von all den Jahren. Dann eben nicht. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Frau Bebel, Sie hatte sich anders überlegt. Ja, wenn ich es Ihnen doch sage. Ich habe mich in aller Form entschuldigt, Herr Kempfert. Okay, bitte mal alle sich ungefähr so hinstellen, wie verabredet. Na, was ist jetzt? Was heißt es? Also, was ist denn jetzt? Kommt die Frau Bebel? Nichts zu machen. Sandra? Du schaffst das schon, gell? Entweder sie kommen oder Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Haus und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da beim Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Weihnachten, Jerry. Du bist ein braver Ehemann. Nee. Ja, hast das Kaffeewasser aufgesetzt. Mhm. Sag mal, ist das dein Ernst mit der Skiwanderung? Natürlich, 20 Kilometer. Das haben wir uns auch vorgenommen, nicht, oder? Das ist Udo. Das lernt er nie mit der Schnellkochplatte. Hallo? Hallo, Udo! Na, seid ihr gut angekommen, Elke und du? Na ja, bestens, bestens. Wir sind gerade erst aufgestanden. Nein, nein, alles in Ordnung. Das wird der erste Weihnachtsfeiertag sein, den wir ohne Störung erleben. Mhm. Ja, gut, ich gebe sie dir. Grüß die Elke. Tschüss. Hallo. Ja, na, das hätte uns gerade noch gefehlt, dass heute Besuch kommt. In einer Stunde sind wir weg und auf der Piste. Ja, bei uns hat's heute über Nacht geschneit. Mhm. Ja, grüß alle herzlich und frohe Weihnachten. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Bist du fit für die Skiwanderung? Mit meinen Skiern laufe ich euch dicke weg. Na ja, das hoffe ich doch. Keine leeren Versprechungen. Wer ist denn das? Nee, Mensch, wir schlafen. Wir liegen noch im Bett und schnappen. Ja, dann hätte uns jetzt Jerry geweckt. Also bitte schön, auf deine Verantwortung. Am ersten Feiertag um 10 Uhr ist eine Unverschämtheit. Frohe Weihnachten! Herr Professor. Herr Doktor. Ja, also auch weiterhin gute Nachbarschaft. Das ist aber nett, richtig, richtig nett. Ja, wir sitzen gemütlich beim Frühstück und da sagt Carsten, weißt du was? Wir gehen kurz zu Brinkmanns rüber und wünschen frohe Weihnachten. Ja. Die sind heute bestimmt so allein. Und da sind wir. Und das hier ist ein schöner alter Cognac, der ist aber nur als Medizin gedacht. Und wenn er nicht so richtig hilft, dann hängt hier an der Flasche noch ein Tütchen mit Carstars berühmt-berüchtigten Lindenblüten-Tee. Das ist aber lieb. Ja, ja, Herr Klaus, willst du nicht unsere lieben Nachbarn hereinbitten? Was soll ich? Oh, ja, natürlich. Kommen Sie doch rein. Auf ein Schnäppchen wenigstens. So viel Zeit muss sein. Ja, also wir wollen überhaupt nicht stören. Na. Stören? Wir lassen uns doch nicht stören. Nicht, Christa? Nein, wir lassen uns nicht stören. Wir wollen in 10 Minuten aufbrechen zu einer ausgedehnten Skiwanderung. Und am Abend müssen wir ja zurück sein, nicht? Und gucken. Ja, wir freuen uns auch schon aufs Fernsehen heute Abend. Und besonders natürlich auf unseren Weihnachtsgans. Oh, so schön mit Äpfeln und Majoran. Ach, ist das ein wunderschöner Baum. So, wohlbekomm's. Danke. Danke. Wohl, Udo und Elke sind gleich nach der Bescherung abgehauen in den Winterurlaub. Und diese Möglichkeit wollen wir natürlich ausnutzen, nicht? Zu einer ausgedehnten Skiwanderung. Deshalb. Ach, da stehen sie ja, die Skier. Siehste, Gasta, was ich dir gesagt habe, wir stören hier nur. Aber nein, wie kommen Sie denn darauf stören? Das ist eine reizende Idee, mal rüberzuschauen. Wir sind zwar noch in den Bademänteln. Na, wir bleiben ja nicht lange, nur um frohe Weihnachten zu wünschen. Na ja, das haben Sie jetzt gemacht, nicht? Nein, das haben Sie doch gemacht, eben, nicht? Also nur keine Hektik, nur keine Hektik. Gießen Sie ruhig nach, wenn Sie ausgetrunken haben. Ich trinke nur meinen Kaffee zu Ende. Wenn Sie nichts dagegen haben, meine ich. Ach, lassen Sie sich durch uns nicht aufhalten, Herr Professor. Und Sie auch nicht, Frau Doktor. Wir trinken noch dieses Schnäpschen, Wolfgang und ich. Ja, und dann gehen wir wieder. Raus finden wir alleine. Danke. Sollen wir uns nicht ein bisschen setzen? Ja, sind ja wie zu Hause, ne? Sag mal, sind die immer noch da? Ich glaube ja. Oh, komm, sei nicht sauer. Auf die paar Minuten kommt es nur wirklich nicht an. Du warst haarscharf an der Grenze zur Unhöflichkeit. Danke. Ja? Ach, ne, finde ich nicht. Wir sehen uns doch oft genug, mit. Nicht nur am ersten Feiertag. Oh nein. Ich ahne. Oh, Schwester Hildegard. Ja, na, das ist ja eine Überraschung. Ja, nun kommen Sie rein, sonst frieren wir fest, ne? Das ist doch Oberschwester Hildegard, nicht? Was will die denn hier? Oh, ist der
ist ein schöner. Ja. Der ist ja wunderschön geschmückt. Oh, bitte, Herr Pohl, was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Wie geht's denn? Gut, danke, gut. Bringt man's denn in der Küche? Ah ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Zieh dich inzwischen an, Klaus. Ich begrüße Sie. Moment. Komm, hängen wir das um, damit die sehen, dass wir weg wollen. Komm, also komm. Klaus, wir haben doch noch den ganzen Tag für die Skiwanderung vor uns. So? Da bin ich mir aber nicht mehr so sicher, du. Ja, Oberschwester Hilde, was für ein überraschender Besuch. Ich dachte, der Herr Professor wird sich doch sicher sehr allein fühlen, jetzt wo er in Freiburg an der Uni ist und wir uns alle nicht mehr so richtig um ihn kümmern können. Abgesehen von Ihnen natürlich. Also alles Gute, frohe Weihnachten, habe ich selbst gebacken. Aha, guten Appetit. Ach, Jerry, mein süßer alter Hund. Ach, mein lieber alter Kerl. Schauen Sie doch mal, Frau Doktor, wie der sich freut, mich mal wiederzusehen. Ja, aber wir freuen uns doch alle, Sie wiederzusehen. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja. Ein kleines Schnäpschen, Oberschwester? Da sag ich nicht nein. Da stoßen wir aber auch noch mal mit an, ja, ne? Kasper? Geben Sie mir mal die Flasche, Frau Doktor. Danke sehr. So eine Freude, die Hildegarten. Wie sie mich getröstet und bemuttert hat, damals, als ich so krank war. He? Also dann zum Wohle. Zum Wohle. Nun erzählen Sie mal, Oberschwester, wie geht's Ihnen denn so? Ach, Herr Pohl, ich möchte ja nicht prahlen, aber seit ich die Schwarzwaldklinik verlassen habe und jetzt im St. Peter Kinderheim tätig bin, bin ich dort die beliebteste Betreuerin. Ist das denn die Möglichkeit? Ja. Was sind die anderen dann erst für Schreckschrauben? Oh. Das darf er nicht. Jetzt gibt's aber noch einen kleinen oben drauf. Bist du fertig? Sehr zum Wohl. Na? Zum Wohl. Sie gehen gleich. Sie trinken nur noch ein Schnäpschen. Sei nett zu Hilfe, Klaus. Schau, schließlich war sie deine Oberschwester und zweitens hat sie uns einen selbstgebackenen Stollen mitgebracht. Selbstgebacken, die kann ja gar nicht backen. Ja, Oberschwester Hildegard, wie schön, dass Sie auch da sind. Ich muss nur nachschauen, wer draußen ist, ja? Ich hoffe, wir müssen nicht anbauen. Das kommt davon, wenn man als Chef so beliebt war. Wer hat denn Kinder? 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 Auf die Erde wieder, wo wir Menschen sind. Klasse, habt ihr toll gesungen. Tag, Frau Doktor, Tag, Herr Professor. Ja, fröhliche Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, am ersten Weihnachtstag sind Sie sicher allein. Und dann wollte ich Ihnen mal meine Familie vorstellen. Ja, das ist reizend, wirklich reizend, Mister. Wirklich, ich muss schon sagen. Also ich muss schon sagen, in der kurzen Zeit deiner Karriere als angehender Arzt hat sich deine Familie ganz schön vergrößert. Tja. Also komm rein in die gute Stube. Du wirst staunen, wer noch alles geglaubt hat. Zu Weihnachten sind wir beide ganz allein. Kommt rein. Na, schaut mal, wer hier ist. Mich und seine Großfamilie. Hallo, ihr hier, Mensch, das ist eine Überraschung. Ja, hier, Benjamin. Sind Sie alle. Lauter Spielkamerad. Ich spiel mal mit dem Benjamin. Oh, na, Kinder, macht doch nicht so ein Chaos. Tut mir jetzt wirklich leid, aber Sie sind sehr lebhaft. Ja, ja, ein bisschen. Ja, übrigens, Sie schon. Wir kriegen noch ein Kind. Was denn? Ja, ich habe meine Frau gerade ins Krankenhaus gebracht. Nein. Noch ein Kind. Jan Christkind, passt dir das nicht, Oberschwester? Oh, wie schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Ja, nein, doch nicht so, weil jetzt macht ihr die ganzen Geschenke. Es ist wohl Pflicht für einen angehenden Kinderarzt, selber vier Kinder zu haben. Dankeschön. Natürlich freue ich mich, dass ihr da seid, du mit deinen ganzen Kindern. Natürlich ist das wunderschön, wirklich. Halt! Sag, Christa, hast du nicht einen Waschlappen? Ich muss natürlich sagen, wir freuen uns wirklich sehr, Micha, dass du mit deiner Kinderschar hier bist, nicht? Ich meine, wir, Christa und ich, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie da sind. Frau Michaelis und Herr Pohl, Christa, ich noch mal einen Waschlappen. Aber ich möchte bitte entschieden betonen, dass wir eigentlich im Sinn haben, eine Wanderung, eine Skiwanderung. Soll ich oder wollen Sie selbst auf? Nee, ich nicht, bitte. Geh doch mal raus und schau mal nach, wer da.
Kinder sind doch was Liebes. Fröhliche Weihnachten! Maislein! Maislein! Ach, was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Oh, meine Schwester Hildegard! Herr Pohl, Frau Michaelis. Und ich dachte noch, du musst mal beim Professor vorbeischauen. Der wird heute bestimmt ganz einsam. Ja, und das werden wir auch gleich sein, liebe Mais. Ja, ja, lieb. Wir werden nämlich eine große Skiwanderung machen heute. Ach, Professor, was ist denn? Was ist denn? Oh, Frau Doktor, ja. Sie glauben es gar nicht. Was glauben Sie? Der neue Chefarzt. Was ist mit dir? Ein Tyrann. Ein Tyrann? Ein Tyrann, wie er im Buche steht. Er ist ein Tyrann. Ich habe hier was vergessen. Unsere Weihnachtsgans ist ja noch im Ofen. Moment. Frau Michaelis. Ja? Das ist meine Küche. Das Paket. Lass das mal an. Ach ja, die ist ja bei uns. Das haben wir bei den Alten wirklich nicht verdient, nicht? Ne? Sollte so ein friedlicher Tag werden heute. Komm, dann krieg ich das mit. Ja. Sie freuen sich so, Klaus. Sie freuen sich worüber? Worüber? Na, du bist gut. Sie haben sich so lange nicht gesehen. Und nun treffen sich alle zufällig bei uns. Zufällig alle bei uns. Ich geh schon. Tja, Klaus, alter Junge. Du weißt, ich dachte zu Weihnachten. Ich weiß. Christa und ich sind Weihnachten so allein, nicht? Ihr könnt euch wohl gar nicht vorstellen, dass so ein alter Professor mal seine Ruhe genießen will zu Weihnachten, was, oder? Aber Professor, wer wird denn Weihnachten so grantig sein? Gratulieren Sie uns lieber. Was, wozu denn? Zur Verlobung. Was? Ja, wir wollen heiraten. Nein. Noch weiß es keiner. Ja, es ist nämlich das größte Geheimnis in der Klinik. Ich heirate eine Krankenschwester, Udo heirate, ja, das ist ja eine Epidemie gerade. Ja, so. Du, und es gibt kein Gegenmittel. So, ja. Na, das müssen wir sofort den anderen erzählen. Komm, ja. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Stellt euch vor, wer demnächst heiraten wird, diese beiden Schönen. Ja. Nee, das ist nicht wahr. Das ist ja noch komisch, ich hatte nie Chancen bei einem Arzt. Ein Schatz wie Sie gehört ja auch der ganzen Menschheit. Oh, jetzt ist Leben in der Bude, Professor. Ja, Platz machen! Endlich gibt's das Gratuliere. Geben Sie mal her, Frau Doktor, ich mach das schon. Können wir noch was zu trinken haben, Herr Professor? Ich hole Nachschub. Danke. Ach, Klaus. Was ist denn? Für mich bitte einen Kamillentee, wenn es keine Umstände macht. Ein Kamillentee? Ja, natürlich, Kamillentee. Ist ja alles da, du. Das ist doch Fabel. Ja. Komm, Ina. Wir beide müssen noch anstoßen. Ich bin noch so stolz auf dich. Auf meine Nachfolgerin. Zum Wohl. Danke. Komm, setz dich mal. Sag mal, wie lange geht das denn schon zwischen euch beiden? Hä? Oh, ziemlich lange. Warum? Doch nicht schon, als ich noch deine Vorgesetzte in der Klinik. Aber ja. Ist Ihnen wirklich nicht aufgefallen, wie Römer und ich uns immer so gern gemeinsam zum Bereitschaftsdienst aufstellen ließen? Also, das ist ja wohl... Verjährt, Hildegard, verjährt. Also gut, dann würde ich das mal auf sich beruhen lassen. Nein. Ich kündige. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Seit 3 Jahren kündigt Frau Mais ununterbrochen. Ich bin eben zu gutmütig. Aber diesmal kündige ich wirklich. Quasselstrippe hat er zu mir gesagt. Können Sie sich das vorstellen, Professor? Haben Sie jemals Quasselstrippe zu mir gesagt? Ja. Komm, geben Sie mal her, Professor. Wir machen das. Also, wie gesagt, die Haare standen mir zu Berge. Ina, hör mal weg. In der Schwarzwaldklinik gibt es keinerlei Disziplin mehr. Dankeschön. Die Lernschwestern stehen in den Gängen rum, kichern und schwatzen. Und wenn die Oberschwester vorbeikommt, da zucken die nicht mal zusammen. Da, das war unter Oberschwester Hildegard natürlich ganz anders. Da verbreiteten sich schon Angst und Schrecken, wenn es so hieß, sie sei Klinikeingang gesichtet. Jawohl, jawohl. Als mir vor einem Jahr in der Schwarzwaldklinik der Blinddarm entfernt wurde, wurde im Aufenthaltsraum Fasching gefeiert. Fasching in einer Klinik nach 22 Uhr. Und was sagt Oberschwester Ina? Ja, wenn es Ihnen Spaß macht, hat sie gesagt. Ja, wenn es Ihnen Spaß macht. Spaß in einer Klinik. Es hatten sich lediglich 3 Patienten Pappnasen aufgesetzt. Und freut euch des Lebens gesungen. Ja, und in einer Klinik wird nicht freut euch des Lebens gesungen, sondern ordentlich gelebt. Sei du bloß still, Micha.
Du warst der schlimmste Pfleger aller Zeiten. Sie haben mir das Leben auch nicht gerade leicht gemacht. Und sowas will nun Doktor werden. Wir gehen gleich, Professor. Aber der neue Chefarzt, also wirklich, das hält kein Mensch aus. Na, wenn Sie Ihre Strickanleitung in seine Unterschriftenmappe stecken? Was? Das ist nicht wahr. Ja, doch, und der glaubt dann, das sei der Lageplan für die nächste Gefäßoperation. Ja, Professor, warum kommen Sie denn nicht zu uns? Ja, komisch, der rennt die ganze Zeit hier rum. Ein Unruhegeist wie eh und je. Nee, ich musste mich Kuchen schneiden. Immer. Ja, ich wollte eigentlich um 8 Uhr zu Hause sein, zum Fernsehen. Oh. Naja. Dann werden wir unsere Skiwanderung wohl auf morgen verschieben müssen. Was denn? Hast du kapituliert? Jawohl. Heute bleiben wir zu Hause. Ciao. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Wenn eventuell noch etwas von diesem wundervollen Rotwein da, Frau Doktor. Vielen Dank. Sag mal, haben wir denn noch genug? Ja. So, jetzt wären wir zurück von der Skiwanderung. Ach so, naja, so haben wir sie noch vor uns. Alle wollten jetzt aufbrechen. Na Gott sei Dank. Ich hab gesagt, nein. Was, du hast die aufgehalten? Ja, Mama und ich, habe ich gesagt, möchten uns jetzt gern dazusetzen und mit euch Weihnachten feiern. Na ja, der Küchendienst ist sowieso vorbei. Fast. Zumal es gleich losgeht. Alle wollen es sehen. Das hätte ich ja fast vergessen. Herr Professor, Frau Doktor, es ist gleich soweit. Ja, wir kommen gleich. Christa. Ja? Aber morgen gehen wir wirklich auf die Piste, ne? Aber ja, Ehrenwort. Es sei denn, es kommt Besuch. Ach, Kinder, nun kommt doch, es fängt doch gleich an. So, Kinder, wir sind im Bett. Was? In meinem etwa? Ja. Also, ist alles in bester Ordnung. Unsere Gans ist gerettet. Meine Damen und Herren, das ZDF zeigt Ihnen nun als festliches Weihnachtsprogramm die Geschichte von Freud und Leid, Krankheit und Genesung, Tod und Geburt, Liebe und Glück. Wir wiederholen zum 24. Mal die Schwarzwaldklinik. Also ich sehe es immer wieder gern.